Heutzutage müssen wir alle mobil sein. Es ist selbstverständlich und wir machen uns keine Gedanken darüber. Aber es gibt Situationen, wo alles etwas schwieriger ist. Etwa wenn man kleiner ist oder älter. Auch wenn man ein körperliches Gebrechen hat. Eingeschränkt wird man oft auch, wenn man mit dem Kinderwagen unterwegs ist. Enge Durchgänge, Stufen bei Öffis oder vor Eingangstüren können einem das Leben schwer machen. Und beispielsweise so ist es gut gelöst. Kontrastreiche Markierungen von Glasflächen. Der Eingangsbereich ist stufenlos und breit genug, dass sich ein Rollstuhl und ein Kinderwagen begegnen können. Ich bin Markus Bernkopf und arbeite bei Austrian Standards. Dort machen wir uns unter anderem Gedanken darüber, wie sich solche Hindernisse vermeiden lassen. Am besten setzt man schon bei der Planung an. Die Grundlagen dafür liefern Normen, in diesem Fall für barrierefreies Planen und Bauen. Ihr Wissen über Barrierefreiheit können Sie jetzt einfach überprüfen und trainieren mit der Quiz-App von Austrian Standards. Damit erfahren Sie spielend, was beim barrierefreien Planen und Bauen wichtig ist. Drei Möglichkeiten, eine Antwort. Und Sie erfahren sofort, was stimmt. Wie gesagt, heutzutage müssen wir alle mobil sein. Morgen sind wir es, dank barrierefreier Einrichtungen auch. Damit diese morgen da sind, müssen wir sie heute planen und bauen. Deshalb spiele ich jetzt so lange mit der App, bis alle meine Antworten richtig sind.